Zurück nach Schwetzingen. Zurück zum 8. Februar 2010, dem Tag, an dem Kachelmann die Radiomoderatorin D. besucht. Am nächsten Tag wird sie der Polizei Schwetzingen den Verlauf so erzählen. Sie sei am Nachmittag vom Einkaufen zurückgekommen und habe Flugtickets gefunden, ausgestellt auf eine Frau und auf Kachelmann. Das Ganze sei im Briefkasten gelegen, dazu ein Zettel mit dem Inhalt, er schläft mit ihr. Diese Aussage ist eine Schlüsselstelle in der ganzen Geschichte. Der überraschend gefundene Brief mit den Tickets habe alles verändert, gibt sie zu Protokoll. Im April 2010 publiziert Tanja May in der Bunten das erste Interview mit einer Ex-Freundin. Es ist die Frau, deren Namen auf den Flugtickets stand. Sie erhielt für das Interview 50.000 Euro. In der Bunten beklagt sie sich bitterlich über Kachelmann. Doch eine wichtige Information fehlt in der Zeitschrift, nämlich dass die Ex-Geliebte seit langem von ihrer Nebenbuhlerin in Schwetzingen wusste. Sie selbst habe ihn darüber informiert, sagt Kachelmanns Verteidiger Birkenstock. Er handelt sofort und beantragt, den Laptop der Anzeigerstatterin D. zu untersuchen. Ganz kurz, warum ist... Erst durch meine Interventionen ist die Polizei dann dazu gekommen, die IT-Auswertung vorzunehmen am Laptop der Anzeigerstatterin. Und das hat ja zu den erstaunlichsten Ergebnissen geführt, die in der Hauptverhandlung dann noch vorgetragen werden. Nämlich dazu, dass die Anzeigerstatterin in ganz wesentlichen Punkten bei der Anzeige falsche Angaben gemacht hat. In der Tat verändert sich danach vieles. Staatsanwaltschaft Mannheim, 20. April 2010. 2,5 Monate nach der Anzeige. D. wird erstmals mit der Laptop-Untersuchung konfrontiert. Frau D., könnte es sein, dass Sie nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt haben? Frau D. bestreitet, doch die Staatsanwaltschaft weiß bereits, dass sie lügt, aufgrund der Laptop-Analyse. Sie fragen nochmals, was am Nachmittag des 8. Februars passiert sei. Originalzitate aus der Vernehmung. Dann kam dieser Brief. Wann? Am 8. Februar. Frau D., Ihnen muss klar sein, dass dann, wenn es wieder nicht stimmt, Sie in Teufels Küche kommen. Aber es stimmt doch. Die Staatsanwälte insistieren. Wie war das mit dem Brief? Der war im Briefkasten. Wie war er im Briefkasten? Ich verstehe die Frage nicht. Gab es einen Umschlag? War der Brief verschlossen? Ja, zugeklebt. Wann haben Sie den Brief gefunden? Am Montag. D. wird immer wieder aufgefordert, die Wahrheit zu erzählen. Sie zieht sich schließlich mit ihrem Anwalt zur Beratung zurück. Danach erzählt sie eine ganz andere Version. Sie habe bereits über ein Jahr vorher die Flugtickets erhalten und von ihrer Nebenbuhlerin gewusst. Den Brief, er schläft mit ihr, habe sie selber geschrieben. Es sind fundamentale Punkte. Sie hat einen angeblichen anonymen Brief, der den Streit mit Kachelmann ausgelöst haben soll, der ja dann in diese Vergewaltigung geführt haben soll. Den hat sie sich selbst geschrieben. Ihr wurde es aus der Nase gezogen. Es gab Gegenbeweise und mit denen wurde sie konfrontiert. Und dann hat sie das bröckchenweise eingeräumt. Und auch nicht gleich und alles auf einmal, sondern ganz langsam nacheinander und nur das, womit sie konfrontiert war. Also niemand hat ihr einen anonymen Brief geschrieben. Sie selbst hat sich Post geschickt und hat damit dann erst Herrn Kachelmann getäuscht, der das ja geglaubt hat und später eben dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Trotzdem spielt die Aussagekorrektur für die Staatsanwaltschaft kaum eine Rolle. Sie erachtet die Moderatorin nach wie vor als glaubwürdig. Fakt ist, die Flugtickets, Auslöser des Streits, besaß D. schon Monate vor der umstrittenen Nacht. Und sie wusste ein Jahr vorher, dass Kachelmann noch mindestens eine andere Beziehung hatte. Es gibt ja eine Aussage von dieser Frau in den Akten, wo sie sagt, er hat mich kaputt gemacht und jetzt mache ich ihn kaputt. Ja, also ihr Rachemotiv